Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Heute geht es hier um den Gurtwickler Rollo 3 75 Premium von Schellenberg. Der soll halt eben für die Aufputzmontage ganz gut sein. Ihr habt das vielleicht im letzten Video gesehen, da habe ich den Rollo 3 75 Premium vorgestellt. Das Premium steht in dem Fall einfach nur dafür, dass man das Ganze per Funk steuern kann. Weil ich möchte das Ganze hier am Ende natürlich auch mit der Smart Home Zentrale verknüpfen. Dafür gibt es hier die Smart Friends Box, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, werde ich auch noch ein separates Video zu machen und damit habt ihr eben die Möglichkeit, die ganzen Gurtwickler, Markisenantriebe, Garagentorantriebe, was auch immer, egal was es von Schellenberg, Abus, Steinl und Paulmann, diese vier Marken, egal was es von denen gibt, das könnt ihr über die Smart Friends Box quasi in euer Smart Home dann integrieren und ihr könnt dann auch das Ganze dann am Ende mit der Alexa steuern. Und das ist halt eben eine ziemlich coole Sache. Das heißt, ihr könnt Sprachbefehle geben, Rollo hoch, Rollo runter und so weiter und so fort. Wie gesagt, mache ich nochmal ein separates Video zu, wird auf jeden Fall ziemlich cool werden. Und ja, ich würde sagen, wir montieren das Ganze jetzt einfach mal. Das ist jetzt hier, wie gesagt, für 5 Quadratmeter Fläche. Also so viel sollte der Rollo halt maximal haben. Dann haben wir hier eine Zugkraft von 30 Kilogramm, eine Wickelkapazität von 5 Meter. Das heißt, wir kriegen 5 Meter Schnürchen hier rein. Und ihr seht, das ist hier auch ein etwas schmalerer Gurt. Dafür sind diese Dinge hier auf jeden Fall super. Übrigens, sorry, wenn das ab und zu mal ein bisschen dunkler wird. Das liegt einfach hier am Gegenlicht. Deswegen halte ich auch hier die ganze Zeit die Box hoch. Also zum einen natürlich, weil ich das Produkt geil finde, sonst hätte ich es mir nicht besorgt. Aber auf der anderen Seite halt auch, damit da nicht so viel Licht von hinten kommt und hier das Licht hier vorne noch mithalten kann, um mich auszuleuchten. Naja, auf jeden Fall, ich habe das jetzt hier schon mal aus dem Ding rausgeholt. Und ihr seht, ich habe hier noch einen alten Gurtwickler dran, so einen ganz herkömmlichen. Ne? Der Rollo ist jetzt auch noch ganz oben. Wir machen den mal ganz runter, bevor wir das jetzt hier natürlich montieren. Ich hoffe ja, okay, jetzt sollte ich auf jeden Fall super ausgeleuchtet sein, weil wir das Gegenlicht jetzt nicht mehr da haben. Genau, und jetzt wollen wir einfach hergehen und schrauben das ganze Ding mal ab. Sorry übrigens, auch wenn es halt, das Badezimmer ist nicht das Größte, aber ja, ich bin ja auch noch jung, kann ja noch werden. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein größeres Badezimmer, wer weiß, aber ich bin damit eigentlich auch zufrieden. Was mache ich im Badezimmer? Hier gehe ich aufs Klo, hier gehe ich duschen, hier putze ich mir die Zähne und hier waschen wir die Wäsche. Beziehungsweise, ja, hauptsächlich eigentlich unten im Keller. Hier oben haben wir nur noch mal so eine kleine Waschmaschine, wenn wir denn mal hier oben unsere Wäsche waschen wollen. Na, komm schon. So, okay, die Schrauben sind eigentlich fast, die sind sogar noch ein bisschen länger als die, die jetzt eigentlich hier mit dabei sind. Wir müssen auch heute übrigens ein bisschen schrauben, ne, weil wir müssen das Ding ja hier festmachen. Ich habe mich auch dazu entschlossen, das hier im Rahmen festzumachen. Ich habe das geprüft. Hier hinten sitzt nämlich die Wand dahinter und das, der Rollo-Gurt da oben, das seht ihr jetzt nicht, aber da ist so eine kleine Rolle noch außen angebracht, die auch hier an dem Ding fest ist. Ich habe das eben mal abgemacht, um zu prüfen, ob die auch wirklich fest genug ist. Also das funktioniert auf jeden Fall. So, dann haben wir hier die Schraube, dann haben wir nur noch eine Schraube hier. Wollen wir die mal auch lösen. Da kommt das Ding uns auch schon entgegen. Jetzt will ich mal gleich gucken, wenn ich das losmache. Und das Schöne ist halt auch, wir haben jetzt hier zwar drei Löcher drin, die ja sonst echt ein bisschen blöd aussehen würden. Ne? Die drei Löcher, die man hier noch drin hat, weil das Ding ja hier an der Seite fest war. Aber dadurch, dass der neue Gurtwickler, das ist ja hier das schöne Gerät, der wird im Nachgang dann so hier davor sitzen und wird das Ganze dann abdecken somit. Und dann sieht man es nicht mehr. Von daher alles gar nicht so wild. Es wird ein bisschen überstehen, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Das stört mich aber jetzt relativ wenig. Und das Schöne ist, jetzt ist ja seht ihr das? Also hier ist der Gurt, der geht quasi von da oben hinten nach hier vorne unten und bildet sozusagen wie so ein Dreieck hier. Und das wird im Nachgang nicht mehr so sein, weil der Gurt sozusagen nur noch hier hinten langlaufen wird. Also deutlich angenehmer, wie ich jetzt finde. Jetzt muss ich nur gucken, wie das Ding jetzt hier aufgebaut ist, dass ich hier den Gurt rausbekomme. Ich mache das hier einfach mal mit dem Schraubenzieher so ein bisschen auf. So, einfach mal die Klappe. Letzten Endes hier drin sieht das genauso aus wie die normalen Gurtwickler, wie man sie so kennt. Ich mache jetzt hier die Klappe, wie gesagt, habe ich ja einmal abgemacht. Und dann kann ich jetzt hier ins Innere reinschauen. Und jetzt gucke ich, dass ich das hier so rausnehme. Jetzt habe ich das hier in der Hand. Und jetzt müsst ihr äußerst vorsichtig sein, weil hier ist eine Spannung drauf. Das ist nicht mehr schön. Wenn da irgendwas passiert, dann kann euch auch mal ganz schnell der Finger bluten. Also da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein.
ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich halte das jetzt hier fest, ja? Ich halte das jetzt hier fest und löse... Ah ne, das ist ja hier dann immer noch gespannt. Na gut, ich probiere es einfach trotzdem mal. Ich halte beides einmal fest und löse hier die Klammer. Also löse hier das, den Stoff von dem Ding. Ziehe ich den Stoff hier einmal schnell raus. So, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Das ist jetzt noch mega gespannt. Seid jetzt absolut vorsichtig hier. Ich drehe das jetzt langsam runter. Ich halte das immer schön fest, weil hier ist so ein Metallding. Ja, wenn ich das jetzt loslassen würde, dann würde das... Oder ich lasse es einfach mal los, dann wisst ihr, was passiert. Aber wie gesagt, ihr dreht es am besten so langsam hier so zurück. Macht jetzt nicht das nach, was ich jetzt mache. Aber damit ihr mal seht, was da für eine Spannung drauf ist. Ich lasse jetzt los. Achtung. So. Wisst ihr Bescheid? Und so sieht nämlich so ein Ding auch hier von innen aus, dass ihr das auch mal gesehen habt. Da ist so eine Feder quasi drin und die spannt das Ganze, dass euer Gurt dann immer nachgezogen werden kann. Ne? Aber wie gesagt, das auf jeden Fall nicht so nachmachen, wie ich das jetzt gemacht habe. Meine Hände sind natürlich jetzt auch mega dreckig von dem Ding. Aber das Ding brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Das legen wir einfach auf die Seite. Das ist mir die Anleitung hier runtergefallen. So. Und die Box brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir alles auf die Seite legen. Und genau, dann haben wir als nächstes, ist hier natürlich diese Halterung. Übrigens, das wird nicht wie ein normales Scharnier so rum drauf gemacht, ja, sondern das Ganze kommt am Ende so rum, hat einfach den Hintergrund, dass der Gurt sozusagen nach oben zieht. Aber wie gesagt, seht ihr alles gleich noch. Jetzt müssen wir erstmal anzeichnen, wo wir den Gurt hinhaben möchten. Also ich gucke jetzt erstmal hier so. Übrigens die Länge hier, das passt auch noch. Das ist absolut okay. Und das Loch hier haben wir auch schon drin. Das heißt, wir müssen hier keins mehr reinschneiden. Das passt soweit ganz gut hier. Ansonsten ne, auch hier wieder 20 cm. Dann einmal hier so ein 20 cm. Dann einmal hier so ein Knick reinmachen. Und dann Loch, wenn es 30 cm sind, ist auch okay. Ne? Dann hier einfach mit der Schere reinschneiden, dass ihr hier so ein Loch halt eben habt, wo dann später dieser Haken rein kann. Und dann passt das. Genau. Jetzt zeichnen wir uns mal an, wo wir das Ding hier haben wollen. Dazu mache ich das jetzt hier erstmal so rein. So, also nicht ganz rein, sondern so ungefähr. Einfach hier quasi, seht ihr das? Hier so reinsetzen. Ich muss am Ende das Ding, glaube ich, mal sauber machen. Ich habe es jetzt hier mit meinen Händen schon ziemlich dreckig gemacht, aber ist egal. Genau, und am Ende soll das Ding quasi hier sitzen. Ne, das muss ich halt eben gucken, wie mache ich das, dass das dann hier gerade sitzt. Ich glaube, hier die Dübel werde ich mir auch nochmal rausmachen. So, ich habe jetzt hier mal die Dübel rausgemacht. Jetzt will ich mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser passt. Ja, so ist doch wesentlich besser. Genau, so kann ich das hier schön bündig dran machen. Und dann hier an der Seite mache ich vielleicht am Ende einfach ein bisschen doppelseitig Klebeband dran. Und dann passt das soweit. So ist, denke ich mal, ganz gut. Dann zeichne ich mir das einmal an. Ganz mega, wie ich vorbereitet bin, habe ich jetzt hier keinen Anmalstift. Aber ich habe hier so ein Schminkding. Das geht auch zur Not. Einfach hier einmal kurz rein. Und hier unten einmal ganz kurz rein. So. Dann ist da ein Punkt jeweils. So. Ja, das ist eigentlich ein Concealer, ist das. Zum Abdecken von Pickeln. Und auf jeden Fall haben wir jetzt das einmal hier. Ich will nochmal kurz abchecken. Ich mache das hier nochmal ab, ob das auch noch so passt, wie ich das mir gedacht habe. Einmal da, okay, das passt soweit. Dann nehmen wir unseren Bohrer. Ich habe jetzt hier auch einen... Ich glaube, 6er Bohrer habe ich jetzt auch drauf. Genau, 6er Bohrer müsst ihr auch haben. Steht hier auch vorne drin. Ihr müsst mit einem 6er Bohrer das Ganze einmal vorbohren und dann den Dübel reinschieben. Also, machen wir das mal. So, jetzt haben wir die zwei Löcher hier einmal drin. Ne? Einmal so ein bisschen gucken, dass es ein bisschen sozusagen entgratet. Ja, wenn da ein bisschen Plastik, ne? Weil es ist ja halt eben hier in dem Rahmen drin. Und da haben wir die Löcher jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Das heißt, wir können jetzt hier unser Paketchen erstmal aufmachen und unsere Dübel dort hineinbegeben. So, haben wir hier die zwei Dübelchen. Stecken wir einfach einmal hier rein. Ja, wenn ihr es nicht ganz reinkriegt, dann einfach mal ein bisschen hämmern. So, den haben wir drin. Das ist der zweite. So. Beide Dübel einmal drin. Wie gesagt, zur Not einfach ein bisschen mit dem Schraubenzieher oder mit einem kleinen Hämmerchen ja, noch nachdrücken oder nachhämmern,
dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Dann schauen wir gerne nochmal hier in die Beschreibung rein, aber wir können, würde ich sagen, das andere Ding schon mal festschrauben. Wie gesagt, hierbei ist nur wichtig, dass ihr oben und unten richtig positioniert. Hier steht sogar extra oben, steht hier sogar extra drauf, auf der anderen Seite sogar noch top. Steht das hier extra drauf, damit ihr das auf jeden Fall nicht falsch machen könnt. Ne, von daher alles soweit safe. Also ich montiere das jetzt hier erstmal fest. Ist jetzt die Frage nur, welche Schräubchen nehme ich dafür? Ich würde sagen, ich nehme aber hier schon die längeren, damit das ordentlich hält. Und damit da auch später irgendwie keine Überraschungen kommen. Also das jetzt hier erstmal festschrauben. Quasi einfach hier dieses Haar Halterung. Einmal hier so und einmal so ansetzen. Und dann könnt ihr das hier einmal festschrauben. So, nachdem wir das dann jetzt festgeschraubt haben, also hier, da merkt ihr, das sitzt bombenfest, da kann ich mich dranhängen, da kann überhaupt nichts passieren. Jetzt müssen wir halt eben gucken, dass wir den Gurt hier natürlich anständig reinbekommen. Das ist in dem Heft auch ganz gut gezeigt, also aber ich zeige es euch trotzdem noch mal. Wo haben wir das Gerät hier? Hier habt ihr das Gerät. Wenn ihr jetzt hier diesen roten Pönöpel, der hier in diesem kleinen Päckchen mit dabei liegt, wenn ihr den hier reinsteckt, ja, dann könnt ihr den reindrücken. Ich zeige euch das mal. Ihr seht das hier, dieser rote Pönöpel, ja, der kommt hier an der Seite, sind so zwei Löcher, da steckt ihr das rein und dann könnt ihr den hier so reindrücken. Das ist wie so ein Knopf, seht ihr das? Und wenn ich den reindrücke, dann kann ich hier drin dieses Rad, dieses Zahnrad, kann ich dann bewegen. Ihr seht, wenn ich jetzt loslasse, ich ziehe es nochmal raus, dann kann ich das hier nicht bewegen, dann ist das gelockt. Wenn ich jetzt aber das hier reinstecke, dann kann ich das bewegen. Und das ist auch wichtig, dass wir das bewegen, weil... Ich versuche mal hier rein zu fokussieren. Seht ihr das? Da ist so ein weißer Pönöpelchen drin. Den müsst ihr euch so hindrehen, dass ihr den hier sehen könnt. Weil hier auf diesem Pönöpel, ne, ich versuche nochmal rein zu fokussieren, so, auf diesem Pönöpel, da müsst ihr nämlich dann dieses Loch von dem Gurt auffädeln. Ne? Das muss quasi einmal hier oben rein, und dann muss das hier drauf aufgefädelt werden. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt nehmen wir uns den Gurt. So, dass er so halt, dass er richtig dann halt eben schon drin sitzt. Und dann geht ihr hierher, steckt das hier oben rein. Ne? Also quasi, wenn ihr jetzt hier so die Knöpfchen habt, hier oben kommt einfach der Gurt rein. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr den Gurt hier oben rein macht, der muss quasi hier oben rein und dann hier einmal hinter das Rad, ne? Also quasi oben rein, dann einmal hinter das Rad, bis er dann hier vorne quasi wieder rauskommt und dann erst an das Pönöpelchen dran. Das ist ganz wichtig. Ne, ich habe den jetzt quasi hier runter, ne, der geht quasi, ich hoffe man sieht das, der geht hier, kommt der rein, geht dann einmal hinter dem Dings, also quasi hinter diesem Zahnrädchen da, geht der hinten drunter und kommt dann hier unter dem Zahnrad wieder dran und ich mache das jetzt hier so hoch an dieses Pönöpelchen dran. Das ist ein bisschen Fuddelarbeit, aber ihr müsst das ja nur einmal machen und danach müsst ihr nie wieder euren Rollladen betätigen. Also das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut. So, ich gucke, dass ich das so ein bisschen hier mit dem... Wo haben wir denn den kleinen Schraubenzieher? Der ist dafür besser. Na, dann mit dem kleinen Schraubenzieher mal gucken, dass ich das dann hier so schön dran bekomme. Jetzt habe ich es schon mal dran. Ne? Guck mal, ob ich das euch so zeigen kann. Seht ihr das? Warte mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Seht ihr das? Ja, das ist jetzt quasi hier innen drin richtig schön an diesem Häkchen ist das hier festgemacht. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber ich hoffe, ich versuche das so zu machen, dass ihr das gut seht. Ne? Hier, wie gesagt, einmal da ist dieser Plastikpönöpel und der Gurt, der ist jetzt so richtig schön da drin eingehakt. Wenn man es jetzt nicht so gut gesehen hat, wenn man es jetzt nicht so gut gesehen hat, dann schaut einfach nochmal in dem anderen Video vorbei, wo ich das mit dem Gurtwickler 65 Premium gezeigt habe, weil da sieht man es auf jeden Fall ein bisschen besser. So, jetzt haben wir das hier schon mal aufgewickelt. Dann haben wir hier das Kabel. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil da, ja, wir brauchen natürlich Strom hier an dem Ding. Das werde ich später noch ein bisschen schöner natürlich hinlegen, aber jetzt fürs Video mache ich das erstmal hier so dahin, wo ich eben auch die Bohrmaschine drin hatte. Aber später werde ich das natürlich hier richtig schön verlegen, sodass man das nicht mehr sieht. Und das können wir einfach hier unten reinstöpseln. Einfach zack, rein. Und dann seht ihr jetzt auch schon, wenn ich das nämlich jetzt hier so festhalte, dann kann ich jetzt hier schon mal so ein bisschen drehen und kann schon mal ein bisschen was hier hinten aufwickeln. Ich würde mal so 1, 2, 3 Umdrehungen schon mal machen auf jeden Fall
Und dann könnt ihr nämlich das Ding einfach, also hier ist so eine kleine weiße Abdeckung noch mit dabei, die könnt ihr dann einfach hier hinten reinmachen. Einfach den großen Teil von dieser Abdeckung wieder nach oben und der kleine, ups, der kleine wird dann einfach unten so reingeklipst und dann sollte das eigentlich auch schon fix sein. Mehr müsst ihr im Grunde genommen nicht mehr machen. Jetzt müssen wir nur hier nochmal gucken, dass wir es auch gerade haben. Wie rum ist es gerade? So ist es gerade. Und dann gehe ich jetzt hier einfach daher und stöpsel das dann hier so rein. Ne? Einmal von unten nach oben, zack, so reinstöpseln. Und dann sollte das so auch erstmal auf jeden Fall halten. Und jetzt gehen wir einfach genauso vor wie beim anderen auch. Das heißt, wir ziehen das jetzt hier rein. Erstmal ganz langsam bis auf Spannung. So. Und jetzt drücke ich einfach weiter hier drauf, bis der Rollo hinter mir komplett offen ist. Dauert ein bisschen, na, und man muss auch wieder mehrfach drauf drücken. Jetzt werde ich wieder ein bisschen dunkler, aber ihr müsst quasi mehrfach drauf drücken. Wenn ihr einmal drauf drückt, macht er immer nur so ein kleines Stückchen und das macht ihr jetzt einfach so lang, bis er ganz oben ist. Ich denke mal, bei mir ist er jetzt so auf jeden Fall ganz oben. Ich mache vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter, weil diese alten Rollläden, die bleiben ganz gerne mal oben drin hängen. Also da auf jeden Fall vorsichtig sein. Oh, müssen wir hier vielleicht mal wieder so. So ist besser wieder von der Belichtung. Also diese alten Rollläden, die bleiben ganz gerne mal oben drin hängen. Das heißt, lasst da lieber noch mal ein bisschen Platz. Und seid da vorsichtig. Und ja, jetzt haben wir es einmal ganz oben. Ne? Und jetzt ist es ganz wichtig, um das einzuprogrammieren. Jetzt drücken wir hier hoch und runter gleichzeitig. Ja. Wenn wir das gedrückt haben, lassen wir wieder los. Dann drücken wir nach unten. Und zwar so lange, bis er 90% geschlossen hat. Und dann lassen wir kurz los. So, jetzt lassen wir kurz los. Und jetzt machen wir den Rest, bis er komplett geschlossen hat. So, und jetzt drücken wir wieder beide und dann drücken wir einmal nach unten. Der hat jetzt hier nicht ganz geschlossen, aber ich habe extra ein bisschen weiter gemacht. Das ist halt wieder, ihr seht, jetzt ist er ganz geschlossen. Das ist halt ab und zu, weil das hier ein alter Rollladen ist, da ist das halt eben ein bisschen doof. Aber jetzt haben wir die untere Position auf jeden Fall schon mal gespeichert. Wenn ich hier später die Rollläden noch mal ein bisschen in Richtung gezogen habe, dann läuft das auf jeden Fall besser. Und das hat auch noch den Vorteil, das habe ich nämlich jetzt bei diesen bei den anderen alten Rollläden gemerkt, wo ich die anderen Rollo-Drives drin habe. Dadurch, dass der Rollo-Drive immer gleichmäßig den Rollladen hochzieht und gleichmäßig wieder runterlässt, ja, das ist ja ein Mensch, der macht mal Wuff und der macht mal Wuff, ja. Und das Ding macht es aber immer gleichmäßig. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass wenn ihr euren Rollladen oben noch einmal richtet, ja, dass dann das in der Regel auch so bleibt, weil eben kein menschliches Versagen da quasi passiert, weil das Ding halt das immer gleichmäßig macht. Das finde ich eigentlich relativ gut noch als zusätzliches Gimmick. So, die untere Position haben wir jetzt einmal gespeichert. Jetzt speichern wir die obere Position. Dafür auch erstmal beide drücken, dann ganz nach oben drücken, bis er ganz oben ist, wieder 90%, dann wieder nur stückchenweise, nicht, dass ihr das Ding oben drin habt. Und dann, wenn ihr da seid, wieder beide drücken, dann nach oben und dann ist es gespeichert. Also das machen wir jetzt. Also beide drücken. So, loslassen. Dann nach oben drücken. Gedrückt halten natürlich auch, ne? Bis er jetzt ganz oben ist, beziehungsweise wieder 90%. Und dann machen wir wieder ein bisschen langsamer. So, bis hierhin und jetzt ein bisschen weniger. So, so, so. So ist ganz gut. Und jetzt drücke ich wieder beide. Ja? Ihr seht mich wieder gar nicht. Jetzt drücke ich wieder beide und jetzt drücke ich nach oben und jetzt ist das oben auch gespeichert. Jetzt kann ich quasi einmal nach unten drücken. Ich lasse quasi komplett los, mache jetzt gar nichts mehr. Und der fährt quasi einfach so nach unten, bis er komplett schließt. Ja, wieder hier auch wieder dasselbe Problem wie eben. Ihr seht es, das ist halt einfach nur, weil der oben noch ein bisschen hakt. Aber wenn ich das später nochmal genauer justiere, dann funktioniert das auf jeden Fall besser. Jetzt drücke ich nach oben, ne, um den Rollladen wieder komplett hochzufahren. Und auch das funktioniert jetzt komplett automatisch. Quietscht ein bisschen, aber komplett automatisch. Und ja, damit haben wir es im Grunde genommen auch schon. Das ist halt eben hier der Rollo 375 Premium. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen, wenn ich näher ranzoome, ob das dann nicht so dunkel wird. Ich mache jetzt hier extra das Ding hin, damit ihr mich auch gut sehen könnt. Also wie gesagt, das ist der Rollo 375 Premium. Wie gesagt, für Aufputzmontage, wie ihr es jetzt hier im Hintergrund seht, sehr, sehr, sehr gut geeignet. Und ich bin davon mega überzeugt. Ich habe jetzt für Unterputz habe ich die Schellenberg 65 Premium, für Aufputz 75 Premium. Ich habe draußen von Schellenberg auch meinen Markisenantrieb, weil ich einfach Schellenberg auch vorher schon jahrelang genutzt habe und beziehungsweise nicht ich, sondern meine Uroma hat es jahrelang genutzt.
Und ich habe jetzt hier ja das Haus geerbt und habe natürlich auch die Wohnung meiner Uroma übernommen, ein bisschen umgeändert, weil vorher hatte ich halt eben keine Funk-Dinger da drin. Das habe ich jetzt gemacht, deswegen habe ich jetzt überall die Premium. Und dann geht es in der nächsten Instanz natürlich daran, das Ganze in die Smart Friends Box zu integrieren und somit die Möglichkeit zu haben, dass wir das dann mit der Alexa steuern können, mit der Handy-App steuern können, egal ob Android oder iOS, funktioniert mit beidem. Und ja, dann können wir es quasi in die Alexa noch integrieren und können ihr dann sagen, ne, Rollläden hoch, Rollläden runter und unten, können in der App vielleicht dann auch einstellen, dass es zu bestimmten Zeiten hoch und runter gehen soll und. Also ihr könnt da eine ganze Menge einstellen, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Und nachdem wir das gemacht haben, versuche ich in einem noch weiteren Video sogar noch zu versuchen, diese Smart Friends Box noch in den I.O. Broker zu integrieren, was ja meine persönliche Smart Home Zentrale ist, die ich ja für alles nutze, um dort das ganze System noch mit anderen Dingen verschalten zu können. Ne? Da hat man weitaus mehr Möglichkeiten und das wäre natürlich richtig cool, wenn das funktioniert. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, dass ihr jetzt wisst, wie ihr das Ganze montiert, wie ihr das einrichtet. Wenn ihr das Ganze jetzt auch noch mit dem Smart Home, wie gesagt, steuern möchtet, dann wartet einfach oder schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Dort ist, zeige ich euch natürlich auch noch, wie ihr das Ganze in das Smart Home integrieren könnt. Und ja, dann könnt ihr das, wie gesagt, mit Alexa steuern. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und am Ende würde ich sagen, ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren fleißig kommentiert, mir einen Daumen nach oben da lässt und vor allem ein kostenloses Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen, ne? Denn YouTube abonnieren auf YouTube ist kostenfrei. Ihr müsst dafür keinen Cent bezahlen. Aber ja, ihr seht dann immer meine neuesten Videos und auch natürlich die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und genau, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen ein preiswertes Smart Home. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.